Oder gibt es hier aber auch Air Condition oder? Ladies and gentlemen, today we are in London, behind the scenes with Adidas Football, to talk with one of the hottest players in European football right now. Yes, it is Mesut Özil, and in this episode, there's gonna be a giveaway, but first, let's hear what he thinks of his new A17 Plus Pure Control boots. Also die Farbe gefällt mir sehr. Ich erinnere mich noch damals an den Predator. Es hat ja die gleiche Farbe und die Schuhe gefallen mir sehr auf jeden Fall. Die sind perfekt für meinen Fuß geeignet. Die sind schön eng, sehr leicht. Und auf dem Platz ist das einfach perfekt geeignet. Vor allem, weil ich auch ja, pure Kontrolle habe mit dem Ball auch, dass ich den Ball super annehmen kann. Und dass die Schuhe auch keinen Schnürsenkel hat. Es ist halt so, dass du den Ball perfekt annehmen kannst und auch den Ball auch perfekt abschließen kannst. So Mesut, when you were young, what was your hero football boots and would you like having that as a sneaker as well back in the days? Also früher habe ich ehrlich gesagt nicht daran gehabt, weil ich mich am wohlsten mit dem Fußballschuh gefühlt habe. Und zwar, ich habe immer wieder Adidas getragen. Und natürlich, mein Idol war ja Zinedine Zidane, der auch sehr lange bei Adidas war. Und ich erinnere mich noch, wo die erste Predator damals rauskam, dass ich mir die Schuhe direkt gekauft habe. Und man hat sich einfach wohlgefühlt. Und es waren ja auch diese Zickzack-Dinger da drauf, die Schuhe damals was Besonderes gemacht hat. Und wie gesagt, ich kann mich noch an die Zeit sehr, sehr gut erinnern, weil Zinedine Zidane auch die Schuhe getragen hat. You probably know the Ace is meant for controlling the ball. How do the new A17 Plus boots help you control the ball during the game? Also früher war das so, dass du die Schnürsenkel gemacht hast. Wenn der Ball halt ein bisschen geflattert hat, hast du nicht so perfekte Ballannahme gehabt. Jetzt durch die perfekte Schuhe jetzt, dass das keinen Schnürsenkel hat, ist es halt so, dass du den Ball besser kontrollieren kannst. Wie gesagt, auch besser abschließen kannst. Und für mich ist das Beste daran halt, dass die Schuhe sehr leicht ist und kein Schnürsenkel hat. Es stört meinen Fuß nicht, beim Ballannahme nicht. Und wie gesagt, ist einfach perfekt geeignet. So Mesut, what would you say is your favorite thing about the new boots? Die Schuhe sind sehr, sehr leicht, sehr komfortabel. Vor allem, wenn man auch eine neue Schuhe immer wieder anzieht, ist das so, dass du Blase bekommst. Aber bei den Schuhen ist das so, ist egal, ob das neu ist oder nicht, dass das sehr, sehr angenehm ist für den Fuß auch. Und deswegen ziehe ich die Schuhe auch sehr, sehr gerne an. Obviously, the new Pure Control is equipped with the Boost technology we know from sneakers. But do you think having the Boost on a pair of football boots is a game changer? Auf jeden Fall. Die Schuhe hat mittlerweile Boost da unten, was sehr, sehr gut für den Fuß ist. Man weiß auch bei den Laufschuhen, dass man die gerne auch anzieht. Und deswegen bin ich froh, dass das bei den neuen Schuhen auch die Boost dabei sind. Friends, was a whole lot of fun hanging out behind the scenes with Mesut Özil and Adidas Football, chatting to him about his new football boots. Good stuff. But now, on to the giveaway, because right here I have a German shirt with Mesut Özil's name and number on the back. And yeah, you guessed it, with of course his signature on the front. And this shirt could be yours if you subscribe to our YouTube channel and let me know in the comment section below what is your favorite Mesut Özil moment of all time, like ever. It could be anything. Mine will probably be his recent goal in the Champions League. If you've seen the goal, you know what I'm talking about. Anyways, hopefully you enjoyed the episode. See you next time.